Das Elend der SPD in ihren einstigen Hochburgen. Viele Augen richten sich an diesem Sonntag auf die SPD. Bis 11 Uhr soll das Ergebnis des Mitgliedervotums über den schwarz-roten Koalitionsvertrag veröffentlicht werden. Die Parteispitze zeigt sich demonstrativ zuversichtlich und erwartet ein Platzsitz der sozialdemokratischen Basis. Aber wer weiß schon, wie die stimmberechtigten 460.000 SPD-Mitglieder votieren werden. Skeptisch blickt die SPD-Führung in der Hauptstadt vor allem auf drei Landesverbände, in denen der Widerstand gegen eine neuerliche Große Koalition als besonders ausgeprägt gilt: Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Abseits der Stimmung gegen eine CDU/CSU-SPD-Bundesregierung sind diese Landesverbände zudem in einer desolaten Verfassung. Die SPD im Land Berlin gibt ein geradezu trauriges Bild ab, und das seit geraumer Zeit. Michael Müller trage zu Unrecht den Titel des regierenden Bürgermeisters, wird in SPD-Kreisen gespottet. Vielmehr sei dessen Stellvertreter Klaus Leder, Linke, die führende Kraft in der rot-rot-grünen Koalition. Das entspricht durchaus der Stimmung unter den Berlinern. Bei der Bundestagswahl im September 2017 landete die SPD in der Hauptstadt mit 17,9% hinter CDU und Linke auf Rang 3. Selbst in wohlhabenden Vierteln mit hohem Bildungsgrad wie rund um den Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg lag die Linke vor den Sozialdemokraten. Würde am Sonntag das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt, käme die SPD auf nur noch 19%, Wahl 2016, 21,6%, wie Vossa für die Berliner Zeitung ermittelte. Damit liegt sie hinter der Linken und gleichauf mit der traditionell disparaten CDU in der Bundeshauptstadt. Einst changierte die Berliner SPD zwischen ideologischer Gremienhupperei und einer ultrapragmatischen Politik, Finanznatur Thilo Sarrazin, MI mit akut THA mit Gravis NG zu Privatisierungen. Das war unter Müllers Vorgänger Klaus Wowereit, der auch noch viele Jahre populär war und dem mancher Parteifreund gar Vorsitz oder Kanzlerkandidatur der SPD zutraute. Das kann dem kommunikationskohärenten, charismafreien Müller nicht passieren. Umso befremdeter zeigten es ihm mit Trema CH diverse SPD-Vorstandsmitglieder, als der schwächste Ministerpräsident Deutschlands der Bundespartei noch Ratschläge erteilte. Auf Müller und Tipps aus dem beklopptesten Landesverband der SPD habe man gerade noch gewartet, hieß es im Parteivorstand. Neues Personal hinter Stegner. Ob dann tatsächlich ein Wachwechsel ansteht bei der Nord-SPD, dürfte sich frühestens nach der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres zeigen. Bis dahin ist Ruhe bewahren auf jeden Fall nach erster Genossenpflicht. Als Belege für den Autoritätsverlust Stegners gilt parteiintern nicht nur die Bewerbung Langes, sondern auch ein kürzliches Aufbegehren des Landesparteirates der Schleswig-Holstein-SPD. Dieser forderte auf Initiative der Jusos vor gut zwei Wochen den Bundesvorstand dazu auf, die angekündigte Benennung von Andrea Nahles als kommissarische Parteivorsitzende nicht durchzuführen. Stattdessen solle satzungsgemäß einer der SPD-Vizes die Geschäfte kommissarisch fortführen, bis ein Bundesparteitag die Frage des Parteivorsitzes geklärt habe. So kam es am Ende auch, allerdings gegen die Absicht von Nahles. Erfolgreich agieren nur wenige. So sorgenvoll die Bundes-SPD auf Berlin,
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen blickt, so rar sind darüber hinaus die gut funktionierenden Parteiorganisationen. Als erfolgreich, pragmatisch und vernünftig geführt gelten derzeit eigentlich nur die Landesverbände Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Hier dürfte ein erheblicher Teil der Mitglieder für die Große Koalition stimmen, vermuten führende SPD-Politiker. Parteiinterne Schuldzuweisungen sowie Schuldklopfen aber wollen die Organisatoren im Willy-Brandt-Haus möglichst vermeiden. So aufschlussreich es auch wäre, die Ergebnisse des Mitgliedervotums werden, wie 2013, nicht nach Gliederungen ausgewiesen.